Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Fountain of Youth. Ihr seht oben links, ich habe einen Schnupfen, deswegen bin ich nach Hause gefahren. Hab mal die Sachen ausgeladen und hab ein bisschen an meinem Buch noch gelesen. Du kannst auch gerne nochmal kommen, mein Freund. Ja, komm, komm. In your face. So. Sehr gut. Ich habe mein Lagerfeuer angemacht, weil ich mir, wie gesagt, einen Schnupfen geholt habe. Und ich würde jetzt mal kurz hier die Eier durchbraten. Wobei, da bin ich mir am Überlegen, ob wir die nicht dann lieber aufheben. Ich habe ja insgesamt 13 Eier hier mitgenommen. Die können wir auch später noch verbraten. Außerdem habe ich mir einmal Hibiskusblütenmedizin mitgenommen, damit wir uns entsprechend unterwegs was reinziehen können. Das Buch müssen wir noch 4 Stunden lang lesen. Das dauert noch ein bisschen. Und die Federn, die lasse ich hier schon mal drin. So, den Faden lasse ich hier. Das haben wir ja neu gelernt. Seile würde ich... Weißt du was? Wir nehmen hier 2 Seile mit. Und außerdem haben wir Hunger. Weißt du was? Dann brate ich mir jetzt doch ein paar Eier. Oder haben wir noch was anderes zu essen da? Nö. Wie viel waren es immer? 2, ne? Machen wir mal 4. Braten wir uns doch ein paar Eier zum Frühstück. Ja. Das 40-Minuten-Spiegelei. Oder 20 Minuten besser gesagt. Sehr gut. Jetzt brauchen wir nur noch was zu trinken. Dann nehmen wir uns... Oh, habe ich gar nicht mitgenommen. Nehmen wir von den Wasservorräten. Die habe ich im Boot gelassen. Die restlichen Sachen. So, der Feuerstahl macht demnächst die... Der ist demnächst nicht mehr ganz so fit. Da bin ich mir überlegen, ob wir uns einen besseren herstellen, weil wir haben ja auf jeden Fall hier irgendwo Feuersteinbruchstücke. Das ist Obsidian. Wir haben mittlerweile diese Mine. Wo haben wir die denn hingepackt? Die. Da, ein Feuersteinbruchstück. Kann man sich damit nicht ein besseres machen? So ein Firestarter hier. Da, Feuerstein. Braucht man 2? Ich hatte doch 2, da bin ich mir relativ sicher. Da. Guck mal hier. Machen wir uns ein schönes, feines neues Set. Das machen wir an der Werkbank, okay? So, oh, wir haben Vorteilspunkte halt. Guck mal, wir haben automatisch was gemacht, was das Spiel von uns verlangt hat. Da, Feuerstein. Wir sollten echt mal diese Aufgaben durchgehen. Ich habe das viel zu stark vernachlässigt. Hier so ein Obsidian-Speer sollten wir uns herstellen. Seil, Obsidian-Messerklinge. Wo? Da. Okay, 2 neue Baupläne freigeschaltet. Das heißt, wir können uns jetzt hier den Speer machen. Sollen wir uns direkt 2 machen? Ich meine, Obsidian haben wir ja als Quelle gefunden. Wobei, brauchen wir ja nicht. Wir brauchen nur noch einen Speer. Dann hätten wir auch einen Platz mehr, ne, im Inventar. Ja, wir machen erstmal einen. So, willkommen neuer Speer. Dann packe ich die alten Speere hier. Ich habe auch keine Gammelecke mehr, ne? Hier in die Ecke. Da. Ja, der ist eh schon fast kaputt. Zerstören können wir. Kriegen wir eh nichts bei rum, ne? Droppen wir das Ding hier hin. Und nehmen hier den neuen Feuersteinspeer. 24 Schaden. Wow, okay, das ist natürlich wesentlich besser. Dann könnten wir noch 2 Seile machen. Dann nutzen wir doch die Zeit des Tages aus. Für unsere Klettertouren. Dann müsste das Leder fertig sein.
Jetzt bräuchten wir dicke Stämme, dann können wir unser Boot aufrüsten. Sollen wir das tun? Nee, ich gehe jetzt mal runter an den Strand. Wo habe ich denn das andere Leder hin? Habe ich das hier in irgendeine Kiste gelegt oder war das unten? Das habe ich, glaube ich, unten reingelegt. Oh, wir haben noch Bretter. Die nehme ich mal mit runter. Und den Behälter für den Saft. Dann kann ich das noch aus dem Baum da rauszutscheln. Jo. Dann gehen wir mal runter und gucken, dass wir uns Material zurechtlegen für einen weiteren Steg. Weil wir sollen jetzt in die Büffelregion reisen und das müsste die Insel im Norden sein. Und man kann über diese Stege kann man schnell reisen. Das ist ein Schnellreisepunkt. Und wenn wir schon mal da oben angekommen sind mit unserem Boot, wäre das schon ganz nett, wenn man dann da. Okay. Wenn wir dann praktisch hinherreisen können zwischen den Regionen. So. Das bedeutet, wir brauchen einmal unseren. Was war denn das gerade? Unseren Bauhammer. Ach, den habe ich die ganze Zeit mitgeschleppt. Das ist natürlich sehr praktisch. Dann schauen wir nochmal ganz kurz, was wir dafür brauchen. Also, Häuschen war das. Wir brauchen auf jeden Fall Material für einen Steg. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Plateaus wir brauchen davor. Also ich meine, der Tiefgang, da war er eben. Da. Na, da. Okay, da brauchen wir diese Herstellungskits. Und bei den Foundations braucht man, glaube ich, Steine und Herstellungskits. Okay, wir müssen also Herstellungskits einpacken. Ja, da haben wir übersichtlich viel von. Und das lasse ich jetzt auch hier. Das heißt, wir müssen noch welche herstellen. Was war das mit der Säge, oder? Ja. So. Wir brauchen drei für für den Anlegesteg. Ne? War doch das, wenn ich mich recht entsinne. Warum rutsche ich da immer? Wir machen einfach so einen Steg. Hey, wie ist das? Kai? Wie ist das Ding denn? Mann. Da, Dock, so rum. Also drei für das und pro Plateau eins. Jo. Das müsste reichen. Wir haben jetzt 8 Stück dabei, das heißt 5 Plateaus können wir machen. Das heißt, wir nehmen jetzt noch 5 Steine mit. Und die Säge lassen wir natürlich hier, die brauchen wir nicht mitnehmen. Und die Seile fürs Kartografieren, damit wir hochgehen. Oh, wir haben keine Kohle mehr. Wir müssten noch Kohle herstellen. Ich nehme mal hier so einen großen Teil von dem Kram mit. Wie viel haben wir denn? Ja, ist eh bald Nacht. Dann lass uns nochmal ein Feuerchen anzünden. Wie sieht es mit den Datteln aus? Die können wir auch rausnehmen. Und dann nehmen wir das Ganze doch als Nahrung mit. Ja. Dann packe ich das hier schon mal ins Boot. Dann gehen wir hoch, machen noch ein bisschen Kohle. Und am nächsten Morgen reisen wir weiter. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Nahrung. Medizin, die Crafting-Sachen mit den Steinen. Die Stöckchen brauche ich jetzt oben. Und die Palmwedel und 2 als Zunder. Er wird schon gehen. Ja. Dann machen wir jetzt Kohlestückchen, damit wir da oben kartografieren können. Und dann würde ich sagen, legen wir uns ins Bett. Und ich würde auf jeden Fall demnächst noch das Boot auf die letzte Stufe bringen. Da brauchen wir aber dicke Stämme nochmal für. Die haben wir aktuell nicht mehr. Außer man konnte hier eine Säge herstellen. Moment, ich gucke kurz. Konnte man Stämme an der Säge herstellen? Oder war das was, was man aus dem Baum rausziehen musste? Ich glaube nicht, ne? Müssen wir dann echt nochmal in den Urwald, da müssten wir aber dann den Karren mitnehmen. Ne, nur halbe Baumstämme kann man herstellen. Okay, das ist natürlich sehr übersichtlich. Guti, dann.
ab, Kohle durchbrennen und schlafen. Und dann geht's los auf die, was war das? Die Wildschweininsel. Gut, dass ich mal einen neuen Speer gemacht habe, ne? So. Der letzte Zunder. Mit was haben wir noch trockene Palme? Trockene Palme haben wir doch hier. Büffelinsel, so, ja. Wir nehmen auch mal hier unseren neuen Stein. Kohle, Kohle, Kohle. So. Wie viel Kohle haben wir jetzt? 8 Stück. Das langt doch erstmal, um ein bisschen was zu kategorieren, oder? Einen machen wir noch. So. Gut. Den Bauhammer brauchen wir drüben, um was aufzubauen. Das nehmen wir als zusätzlichen Zunder mit. Die Stöcke nehmen wir mit. Das passt soweit. Dann würde ich sagen, schlafen bis kurz vor Morgengrauen. Haben wir noch was zu trinken? Ja, hier, dies können wir noch trinken. Perfekt. Das kommt wieder zurück. So, wir haben was gegen... Das habe ich ins Boot gelegt, ne? Gegen Vergiftung haben wir. Wir haben was gegen Erkältung. Ja, was soll schief gehen? Wir bauen jetzt drüben den Steg auf und passt schon. Jo, alles gut. Ich lasse das Frettchen leben. So. Dann ab auf hohe See und ab gehen Norden. Oder? Es müsste ja Norden sein. Also wenn wir uns hier die Regionskarte angucken, sind die laufende Arbeiten. Ich glaube, das ist einfach hier Early Access wahrscheinlich, oder? Und dann können wir hier in den Norden fahren. Hoffe ich zumindest. So. Mein vertrautes Boot. Up, up and away. Okay, das ist nicht komplett Norden. Das sieht gut aus. Also ich muss auf die Karte klicken. Ah, okay, alles klar. Ah, ich dachte, ich müsste Richtung Norden fahren. Danke für den Hinweis. Plätscher, Knirsch. Sind wir da? Okay, neues Gebiet. Wir haben es in die Büffelregion geschafft. Wow. Okay, 3 große... Ne, 4, oder? Unbekannter Ort. 4 große Inseln. Und eine kleine Einzelinsel. Und hier sind noch mehr kleine Einzelinseln. Gut. Ja, dann. Willkommen. Finte di Santa Maria. Da sehe ich doch schon einen Mast aus dem Wasser ragen da hinten, oder? Ist hier auf dem Felsen aufgelaufen oder was ist hier passiert? Was?
Ist sie da oben drauf? Tatsächlich. Ich glaube, hier kann ich hoch. Oder es sah so aus, als könnte ich da hoch. Ich drehe nochmal um. Wie haben die das denn geschafft? Hoher Wellengang und dann da oben gestrandet, oder was? Ich leg mal hier an. Okay, interessant. Hallo, Santa Maria. Da steht Santa. Okay, da geht's nicht lang. Und nu? Da hinten lang? Jo. Kann ich mich hier hochziehen? Na. Wow. Da liegt sie. Krass. Kriege ich ja gar nicht drauf. Brauche ich eine Weitwinkelkamera hier. Aber schön, dass das Licht gerade hier so nahe kommt. Okay. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir den Steg hinbauen. Aber ich würde sagen, nicht hier hin. Tja. Gut. Dann lass uns mal erkunden. Na? Kerl? Auch ein bisschen drüsch. Hier oben war das, habe ich gegen das Frettchen gekämpft, oder? Ach nee, es war nicht die. Wir kommen hier nicht von der Santa Maria. Was? Umschneiden? Ach so, wenn ich das Boot zerlege, das gehört dazu, ich verstehe. Wow, was ein Anker. Okay, dann gehen wir mal zur Kapitänskajüte. Oh, können wir die Lampe? Nee, schade. Oder ist was? Holzspäne. Aha. Da ist eine Kanone. Der Lauf einer alten Kanone auf die Schulter legen. Jawohl. Aha. Aber was machen wir damit? Müssen wir sie wieder intakt bringen? Was ist da? Da sind nochmal Holz. Oh. Habe ich gerade die Kanone auf dem Skelett abgelegt und es hat geknirscht? Warte mal. Ja. Geil. Okay. Und nu? Ich positioniere das mal hier unten. Aber die Kapitänskajüte, würde ich sagen, müsste ja hier irgendwo sein. Was ist da drin? Ein halber Baumstamm. Okay. Ah. Ein Buch. Ein Kalendarium. Ein Haufen Schrott, was gibst du? Auch Äste, ne? Das ist ja ein bisschen langweilig. Aber müsste die Kapitänskajüte hier nicht irgendwo sein? Ist doch immer nochmal hier, oder? Da. Ja. Schlüssel zur Kapitänskajüte. Aha.
Dann gehen wir mal unter Deck, wa? Wo geht's denn hier runter? Ha. Wie kommt man hier unter Deck? Also hier geht's nicht weiter, ne? Sind wir uns einig. Hier ist die Kapitänskajüte. Hier haben wir durchsucht. Also vielleicht die Kanone hier rein? Ah, da. Eine Eisenstange. Ich habe was Besseres. Okay, interessiert das Ding nicht. Abfeuern. Eine Eisenstange. Hm. Eisenstange. Da ist doch eine. Habe ich die eben übersehen? Hallo. Ah, da ist ein... Ah, ich weiß, was kommt. Okay. Ja, könnte von der Kanone zerschmettert werden. Aber da brauchen wir jetzt ein Pulver. Da ist was. Och man, ich habe mir gerade Feuersteine gemacht und finde jetzt den Kram hier. Okay. Deswegen kann man Kisten tragen, weil das als Element zum Spiel gehört. Cool. Altes Fass. Ein Haufen Schrott. Eine alte Kiste. Aha. Ein Schießpulverbeutel. Was gibt das hier? Auch nur S. Das ist ein bisschen langweilig. Und eine Kanonenkugel. Cool. Mächtiges Badaboom. Brennende Fackel erforderlich. Hm. Ein Haufen Schrott. Was gibst du? Oh, Faden. Das nehmen wir natürlich mit. Was bist du? Du gibst auch Faden. Nehmen wir auch mit. Ah, hier ist eine Fackel. So, jetzt müssen wir das Ganze nur noch anzünden. Habe ich denn Material dabei, um Feuerchen zu machen? Jo, habe ich. Habe ich auch ein Blatt dabei? Habe ich auch. Als hätte ich es geahnt. Okay, müssen wir draußen. Kann ich die Fackel irgendwie in meine Hand anzünden? Warte mal kurz. Kann ich Fackel... Wo ist sie denn? Ach, die habe ich ausgerüstet, okay. Zwei. Wollen wir jetzt auch noch. Das nehme ich auch noch mit, den Faden nehme ich mit. Wenn wir schon mal hier sind. Okay, wie macht man die an? Entzünden. Ah, nice. Entzünden. Screenshot. Nice. So. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Boom.
ausmachen. Na gut, ich lasse sie mal an, damit ihr was seht. Okay, die Kugel bleibt da liegen. Da liegt nochmal Holzspäne. Finde den Schlüssel zur Kapitänskajüte. Da ist was. Nee, mach mal. Ein Werkzeugsatz. Eine Lampe, ein Bett. Ach, wie cool, hier könnte man schlafen. Das ist ja nice. Oh, der Schlüssel. Was kommt hierbei rum? Faden. Und du? Holz, das brauchen wir erstmal nicht. Gut. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Da glänzt noch was. Oh. Alkohol. Okay, auch nichts mehr. Da ist noch Späne. Wozu brauche ich diese ganze Späne und warum liegt die auf einmal hier rum? Da ist noch was. Ein Medizinkit. Cool. So, warte mal, jetzt gehen wir noch kurz durch, bevor wir irgendwas... Da ist nichts mehr. Da ist noch was. Ein primitives Schiffsreparaturset. Der Tisch ist leer, hinter der Tür ist leer. Dahin sind wir eben durchgegangen. Wie lange brennt die Fackel? Ah, die hält ja ewig, sehr geil. Und ihr seht endlich was. Ist hier noch was? Nö. Die Tür ist zu, also vernagelt geht nicht. Die Hängematte nehmen wir noch auseinander. So, das haben wir mitgenommen. Das Fass haben wir mitgenommen. Da hinten ist das große. Nicht, dass wir hier noch was übersehen. Nein, was will das? Achso, das ist wieder eine Kiste. Dann nehmen wir die Holzspäne mit. Was gibt das hier? Es gibt Auffaden. Da ist nichts. Ah, Seil. Ah, aus Häuten, okay. Aber das Rezept hatten wir meines Erachtens schon. Nee, hier ist nichts mehr. Okay, das war leer. Dann können wir uns doch eigentlich hinlegen. Wie wollen wir denn? Kurz vor Nacht. Kurz vor Nacht. Ach ja. Haut vor Knochen, ne? Ja, pass auf, dann legen wir uns jetzt hin. Ich mache jetzt die Fackel aus und lege mich hier schlafen. Weil wenn wir schon ein trockenes Bett haben, bevor wir jetzt rausgehen und dann irgendwie... Ne? So. Ja, wir schlafen so bis eine Stunde vor Sonnenaufgang. Ah, ich hätte... Oh, jetzt ist aber sehr dunkel. Moment. Hallo. So, wir können die Tür aufmachen, wa? Aber jetzt brauchen wir keine Fackel mehr, weil es sowieso so hell ist. Löschen. So, bevor uns hier ein Frettchen angreift. So, wo war das nochmal, die Kajüte? Ach, die war hier oben, ne? Hallo. Was war bei denn euch los? Hier eine Pokerrunde? Da hätte ich auch schlafen können. Was gibt das Ding? Stöckchen. Wegen Stöckchen mache ich hier nichts kaputt.
Aha. Feder und Tinte. Oh, oh. Ein Marinefernglas. Nice. Hier so im Fenster bin ich doch rausgesprungen im Intro. Zumindest ist kein schlechtes Wetter, wa? So, Logbuch der Santa Maria. Captain of Santa Maria and his mate are killed. It looks like the killer took them by surprise. But who? Who could have done such a thing? And most importantly, why? On the table, there is the Santa Maria's logbook, stained with blood. Apparently, the killer looked into it. I must examine it at once. Okay, das Logbuch der Santa Maria. Okay. Ja, cool. So. Ich würde sagen, wir müssen die Kupferinsel finden, heißt es. Das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Da ist ja sehr viel passiert. Wir sind auf einem Schiff umhergesegelt. Haben ein Wrack gefunden, was auf die Felsen aufgesprungen ist. Die Santa Maria. Haben einen Kanone abgefeuert. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.